Hallo und herzlich willkommen zur Folge 98 vom Kommunikationstango, dem Podcast für Frauen in Führung. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich riesig, dass wir gemeinsam auf die 100, also auf die Folge 100 vom Kommunikationstango zugehen. Und das ist für mich eine ganz, ganz besondere Freude, mit dir gemeinsam das Jahr 2020 zu deinem besten Jahr zu machen. Ich habe dafür das eine oder andere neue Format für dich entwickelt oder bin gerade dabei, das für dich zu entwickeln. Und das Format, mit dem ich im Januar gestartet bin, ist mein Live auf einen Kaffee. Ich bin mir sicher, die meisten von euch werden das schon kennen. Du kannst dich jetzt jeden Montagmorgen um 8 Uhr von mir inspirieren und motivieren lassen. Du bekommst gute Laune und ganz viel Energie für eine halbe Stunde und du startest dann bestens in eine erfolgreiche Woche. Melde dich dafür an unter www.anja-schäfer.eu/kaffee. Jetzt in dieser Kommunikationstango-Folge geht es um die Herausforderung, Ziele setzen, Ziele zu erreichen, und zwar in puncto Netzwerken. Ich habe in den letzten Monaten mehrere Workshops zu diesem Thema gegeben oder Vorträge gehalten, also immer zum Erfolgsfaktor Netzwerk oder Netzwerken, und möchte von daher mit dir heute fünf Erfolgstipps teilen, wie du das Thema Netzwerken zielorientiert angehst. Ich verrate dir, dass du Netzwerkziele brauchst. Ich gebe dir natürlich wie immer mit auf den Weg, die Netzwerkziele umzusetzen. Ich zeige dir, warum du Verbündete brauchst, um dein Ziel zu erreichen. Ich verrate dir nichts Neues, wenn ich sage, Netzwerken ist Arbeit, und gebe dir natürlich zum Abschluss noch einen Tipp, wie du dein passendes Netzwerk findest. Das Thema Zielsetzung, also Ziele sich zu setzen und Ziele zu erreichen, ist ja eines, was mit dem Motto Mache 2020 zu deinem bisher besten Jahr einhergeht. Und ich will dich aus diesem Grund auch noch einladen in meine nächste Erfolgschallenge zum Erfolgsfaktor Selbstführung. Für mich ist der Punkt Selbstführung einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren, die ich im Jahr 2019 für mich entdeckt habe, und dass dieses Thema Selbstführung ganz viel damit zu tun hat, seine Ziele zu kennen, die Ziele anzugehen und dann umzusetzen. Das zeige ich dir in der Erfolgschallenge vom 17. bis 21. Februar, unter der du dich jetzt auch anmelden kannst, nämlich unter www.anja-schäfer.eu/2020. Die Erfolgschallenge sind 5 Tage für deinen Erfolg im Business. Die biete ich jetzt zum letzten Mal kostenfrei an, und wenn du nicht dabei bist, verpasst du etwas. Also melde dich an. Jetzt lass dich inspirieren, informieren, motivieren, dann greif dir raus, was für dich passt zum Thema Netzwerkziele festsetzen, Netzwerkziele angehen, umsetzen, deinen Erfolgsfaktor Netzwerken für dich auch 2020 zu erreichen. Such dir das raus, was für dich passt, und dann setz um. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich sage ja nicht umsonst, Kontakte schaden bekanntlich nur der Person, die keine hat. Das ist grundsätzlich richtig, passt allerdings nur, wenn du die richtigen Kontakte in deinem Netzwerk hast.
Ansonsten helfen dir viele Kontakte, die du möglicherweise in sozialen Medien hast, auch nicht wirklich, deinen Netzwerkerfolg zu erreichen. Ich habe ja zum Thema Netzwerken schon viele Vorträge, Workshops und auch Webinare gegeben und habe da mal nachgefragt, was ist so das, was dich dazu gebracht hat, an dem Workshop, an dem Seminar, an dem Webinar teilzunehmen. Und da höre ich oft, dass sich die Teilnehmerinnen unbeholfen beim Netzwerken fühlen und eben nicht wahllos Kontakte sammeln wollen. Wie man richtig netzwerken kann, wie man den Output verändern kann und wie man auch aus einer schwachen Position heraus gut netzwerken kann. Und das sind alles Themen, die ich heute mit dieser Kommunikationstango-Folge bedienen werde, indem ich dir an Hand gebe oder dir ans Herz lege, das Thema Netzwerken für dich einmal zielorientiert anzugehen. Beruflicher Erfolg beruht ja zu einem großen Teil auf Beziehungen und entgegen dem, was wir Frauen häufig glauben, eben nicht auf dem Wissen oder Können, was wir so mitbringen. Und deswegen, wenn du nicht netzwerkst, verzichtest du freiwillig auf Chancen. Netzwerken ist eine jahrtausendalte Erfolgsstrategie und die meisten von uns haben mittlerweile erkannt, wie wertvoll ein gut gepflegtes persönliches Netzwerk ist. Wenn du die richtigen Kontakte hast, dann kann man sagen, der Wert des Netzwerkes, der verändert sich proportional zu der Anzahl der Personen, die es benutzen. Also stellen wir uns das Ganze mal richtig plastisch vor. Wir sind also jetzt zu zweit und jeder hat noch einen weiteren richtigen Kontakt. Ne? Dann hätte sich in dieser Situation der Wert unseres Netzwerkes verdoppelt. Sind wir noch vier mehr, dann vervierfacht sich natürlich der Wert des Netzwerkes. Allerdings nur, wenn es die richtigen Kontakte sind, zum einen, und wenn du es proaktiv fokussiert und vor allen Dingen mit Zielorientierung angehst und eben nicht wahllos irgendwelche Kontakte knüpfst. Von daher ist mein Erfolgstipp Nummer 1 für dich: Finde deine Netzwerkziele. Definiere diese, denn allen Erfolgreichen gemeinsam ist ein klares Ziel und das gilt auch in puncto Netzwerken. Und grundsätzlich ist es ja so, Ziele sich zu setzen erscheint einfach. Dass dem nicht so ist, weiß ich aus eigener Erfahrung und erlebe ich auch immer wieder bei meinen Kundinnen, indem wir zum einen dem Thema Zielsetzung zu wenig Priorität einräumen. Da muss ich mich auch hin und wieder selber an die eigene Nase fassen. Also, dass wir uns keine Zeit nehmen, rauszufinden, was wir wollen. Und zwar in puncto, wo stehen wir aktuell und wo wollen wir hin? Das ist auch Teil der Erfolgschallenge zum Erfolgsfaktor Selbstführung, da werden wir das ganz intensiv miteinander tun, zu gucken, wo stehst du und wo willst du hin. Das solltest du also in puncto Netzwerken auch tun. Und wichtig ist auch, um Ziele zu erreichen, sollten diese positiv, präzise formuliert werden, aktiv formuliert werden und vor allen Dingen so genau und so konkret wie möglich und auch terminlich fixiert werden. Dann wird das Ganze für die einzelne Person bildlich vorstellbar, wenn du dir beispielsweise vornimmst, dass du am 31.12.2020 diese Funktion in einem Verein übernimmst oder übernommen hast, dem du als Mitglied beitreten wirst und dass du dein Business-Netzwerk in den sozialen Medien, ich nehme jetzt beispielsweise Xing,
von X-Kontakte auf Y-Kontakte erweitert hast. Und dafür wirst du Folgendes tun. Und dann kommen die Unterpunkte 1, 2, 3, 4. Und warum ist das so wichtig, sich Ziele zu setzen, diese so konkret wie möglich zu haben und sich die natürlich aufzuschreiben? Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das Komische daran ist ja, wenn man sich mal die Zeit genommen hat und seine Ziele definiert hat, diese positiv, proaktiv formuliert hat, die mit einem Bild versehen hat und mit einem Datum, dann ist ja das Erstaunliche, dass einem dann die Zielerreichung entgegenkommt. Ich habe mir das am Anfang auch nicht so richtig, fassen können, weiß aber mittlerweile, dass, wenn ich meine Ziele klar habe, dann, dass dann alles, alles dafür passiert, dass ich mein Ziel erreiche. Zum einen habe ich mich ja darauf fokussiert, ich weiß ja, wo ich hin will. Das heißt, es wird mir all das begegnen, ich werde all das wahrnehmen, was in Richtung Zielerreichung geht. Ich bekomme also Hinweise, ich entdecke Informationen, die richtigen Personen oder Gelegenheiten kommen auf mich zu. Ist immer ganz komisch, aber es ist so, dass Ziele nicht nur der erste Schritt, sondern ich finde, der wichtigste Schritt in Richtung gute Ergebnisse sind. Und von daher, wenn du jetzt Zeit hast, kannst du gerne an der Stelle pausieren. Wenn du das Thema Netzwerken für dich 2020 mit Erfolg angehen willst, dann frage dich doch einfach mal, was willst du erreichen, wenn alles möglich wäre in puncto Netzwerken? Was soll am 31.12.2020 sozusagen von dir erreicht worden sein? Also, für dich nochmal ganz kurz zusammengefasst, deine Ziele-Checkliste, formuliere dein Netzwerkziel positiv, definiere dein Netzwerkziel präzise, beschreibe dein Netzwerkziel als eigene Aktivität, stelle es dir so bildlich wie möglich vor und setze dir einen festen Termin als Gipfelkreuz. Und wenn du willst, dass du es tatsächlich erreichst, dann erzähle anderen davon, die dich daran erinnern werden, dass du dich auf den Weg machen wolltest. In einem zweiten Schritt, und das ist jetzt mein zweiter Erfolgstipp, lade ich dich ein, deine Netzwerkziele nicht nur zu definieren, sondern umzusetzen. Und damit du dein Netzwerkvorhaben erreichst, solltest du dich für meine Begriffe nicht nur auf das Ziel fokussieren, sondern auch auf deine Präferenzen. Denn im Prinzip ist das Erreichen festgesetzter, klar formulierter Ziele einfach. Du kannst dich jederzeit unterstützen lassen. Dafür musst du allerdings wissen, was du bietest, was du willst, kannst und was dir noch fehlt. Das bedeutet, du kannst mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Du weißt zum einen, was du kannst, was du willst, weißt, was du in ein Netzwerk einbringen kannst, was du anbieten kannst. Hier mache dir alle Fähigkeiten, Erkenntnisse, Kompetenzen und Erfahrungen bewusst, die du mitbringst, und hier sei auch großzügig, denn wir Frauen gehören ja zu den Menschen, die sich eher unterschätzen und die Selbstverständlichkeiten häufig nicht erwähnen. Wenn du weißt, was du willst und anbieten kannst, dann ist es leichter zu definieren, was du noch brauchst oder welche Kompetenzen du dir noch aneignen darfst. Also, wenn du beispielsweise jetzt in ein internationales Netzwerk gehen willst und du sagst, meine Sprachkenntnisse sind in der Hinsicht noch nicht ausreichend, wäre das etwas, was du auf deine Bedarfsliste schreiben kannst, auf deinen mentalen Einkaufszettel, was in puncto Netzwerken sozusagen noch zu tun ist oder was du noch brauchst, um deinen Ziel zu erreichen. Und auch andererseits ist es wichtig zu wissen, was du noch brauchst oder welche Kontakte du noch brauchst, damit du
im Außen das entsprechend kommunizieren kannst und damit auch alles in Richtung Netzwerkerfolg für dich sich ausgehen wird. Der dritte Erfolgstipp ist, suche dir Verbündete. Und das ist auch nochmal ein Grund, dich in die Erfolgschallenge zum Erfolgsfaktor Selbstführung einzuladen, weil du da das Thema Ziele finden, Ziele definieren, Ziele umsetzen nicht für dich alleine machst, sondern gemeinsam mit den anderen Teilnehmern und Teilnehmer, mit den anderen Teilnehmerinnen der Challenge. Ne? Das ist eine Challenge nur für Frauen, also mit den anderen Teilnehmerinnen. Und natürlich mit mir. Und das Thema Ziele und Netzwerkziele zu erreichen, ist ein leichtes, wenn du die passenden Verbündeten hast, die Menschen, die das bereits erreicht haben, was du noch erreichen willst, zum einen, oder Menschen, die auf dem Weg sind und die dich auch sonst unterstützen. Denn, so geht es mir zumindest immer, meine besten Gedanken entstehen im Austausch mit anderen und der Glaube, ich muss alles allein erreichen, ich muss alles allein tun, das ist ein Irrglaube, das kann ich dir sozusagen schwarz auf weiß geben. Das ist ein Irrglaube, dem ich selbst aufgesessen war lange Zeit und ich bin mittlerweile in einer Business Mastermind mit einer Mentorin, die schon da ist, wo ich hin will. Ich bin in einem Online-Unternehmerinnen-Netzwerk, dem Chipreneur-Netzwerk, weil ich mich gerne mit Frauen austausche, die sich gemeinsam mit mir auf den Weg machen, die die gleiche Zielrichtung haben und die sich gerne an eine Mentorin oder auch an einen Mentor andocken, der oder die das schon erreicht hat. Und wenn es dir genauso geht, wenn du sagst, ich hätte gern auch so ein Netzwerk, in das ich mich einbringen kann, wo ich Gleichgesinnte habe, die sich mit mir auf den Weg machen, wo es eine Person gibt, die meine Mentorin ist, die in bestimmten Bereichen das erreicht hat, was ich noch erreichen will, sei es jetzt in puncto Selbstführung, sei es in puncto Ziele setzen, sei es in puncto Kommunikation, sei es in puncto Netzwerk, Auf- und Ausbau, dann darfst du dich freuen, und zwar jetzt schon an dieser Stelle, auch wenn noch nicht alles in Sack und Tüten ist. Ich bin nämlich dabei, mein erstes Gruppenangebot zu entwickeln und das wird ein Netzwerk sein. Das wird ein Erfolgsnetzwerk sein für Frauen in Führung. Und wenn dich das interessiert, wenn du sagst, ich will davon genaueres hören, es wird am 1. April starten, das ist mein Ziel, dann kannst du dich jetzt schon dafür anmelden, nämlich du kannst dich in die Warteliste eintragen lassen und dann erfährst du als erstes, wenn ich soweit bin. Und das ganz einfach unter www.anja-schäfer.eu/Warteliste2020. Also, du suchst dir Verbündete. Ganz wichtig ist, dass du dabei darauf achtest, dass es sich um Menschen handelt, die dir wohlgesonnen sind und die dieselbe Zielrichtung haben. Also wenn es um das Thema Netzwerken oder den Ausbau des Netzwerkes geht, die eben netzwerkerfolgsorientiert sind. Denn auf diese Weise ist sichergestellt, dass jede Person von der anderen profitieren wird. Und wie machst du das jetzt ganz einfach? Du schaust, wen du schon kennst, wer jetzt schon dich unterstützen kann. Denn, das ist ja das Erstaunliche, wir haben ja meistens schon viele Kontakte und zwar in der Regel viel mehr, als wir meinen. Und du kannst jetzt jede Person in deinem Netzwerk, in deinem privaten Netzwerk, in deinem Business-Netzwerk, alle Kontakte, die du möglicherweise in deinem Handy hast, einfach mal durchgehen und für dich überlegen, wer davon könnte mich bei der Zielerreichung unterstützen, zum einen, und zum anderen, wie du diese Person für deine Ziele gewinnen kannst. Und dann gehst du dazu über, die Kontakte systematisch aufzubauen und zu intensivieren. Also du gehst vom Prinzip her als erstes dahin, dass du sagst, okay, ich gucke mal,
wann und wie ich mich meinen mit den Personen, die ich schon kenne, verabreden kann, wie wir in den Austausch kommen, wie ich die ansprechen kann. Und schon, das ist ja das Erstaunliche, bist du mitten im Aufbau deines Netzwerkes. Und das ist ja ein Irrglaube auch, dem wir immer wieder unterliegen, dass wir denken, es müssen viele neue hinzukommen. Nein, das Einfachste ist der Ausbau des Netzwerkes, indem du bei den Kontakten ansetzt, die du schon hast. Jetzt wirst du dich fragen, mein Tag ist eigentlich gut gefüllt. Ich habe einen vollen hektischen Arbeitstag und mir passiert es des Öfteren, dass wichtige, jedoch nicht als dringend eingestufte Aufgaben zugunsten wichtiger und dringender Angelegenheiten unter den Tisch fallen. Dazu gehört auch das Thema Netzwerken. Das ist nämlich etwas, was wichtig ist, aber in der Regel nicht dringend. Wenn du also einen nachhaltigen Netzwerkerfolg erreichen willst, dann setze bitte meinen Erfolgstipp Nummer 4 um, nämlich du verstehst Netzwerken als Arbeit, als Teil deines Businesses und du planst dir für den Aufbau und die Pflege deines Netzwerkes ausreichend Zeit in deinen Kalender ein. Denn keine Zeit heißt schlicht keine Priorität. Und Beziehungspflege, Beziehungsmanagement ist Arbeit. Dazu will ich dich einladen, dass du jetzt hier nicht in riesigen Dimensionen denkst, indem du sagst, okay, 2 Tage in der Woche mache ich nur Netzwerkaufbau. Nein, sondern ich empfehle dir einfach eine Mindestzeit pro Woche vorzunehmen, die du auch in stressigsten Zeiten einhalten kannst. Also indem du dir sagst, mein Ziel ist ein neuer Kontakt und ein bestehender Kontakt. Das heißt, ich gehe einmal in der Woche eine Stunde in soziale Netzwerke beispielsweise, schaue, wen ich da ansprechen kann, wem ich eine Kontaktanfrage stellen kann. Das ist sozusagen, sind neue Kontakte. Und darüber hinaus treffe ich mich einmal pro Woche mit einem bestehenden Kontakt zum Mittagessen. Das ist sozusagen das Mindestziel. Und dann kannst du dir natürlich auch noch Maximalziele festsetzen. Aber ich finde es immer schon großartig, wenn wir in den heutigen Zeiten, wo wir ja so viel täglich zu wuppen haben, die Mindestziele erreichen. Und das ist so auch meins. Ich habe mir vorgenommen, 2-mal im Monat neue Netzwerkkontakte zu initiieren, indem ich ganz gezielt zu neuen Netzwerktreffen gehe. Also hier in Berlin gibt es ja zahlreiche Frauennetzwerke, die ich noch nicht kenne. Beispielsweise habe ich jetzt entdeckt, dass es auch also einen Verband der Ingenieurinnen gibt, die interessante Veranstaltungen hier in Berlin anbieten, die für mich als Frau interessant sind, unabhängig davon, dass ich eben keine Ingenieurin bin. Habe ich mich da jetzt angemeldet und gehe zu einer Netzwerkveranstaltung zum Thema Frauen in die Aufsichtsräte. Das interessiert mich als Juristin natürlich wieder und dafür ist es egal, dass ich keine Ingenieurin bin. Ein Mindestziel ist ganz wichtig, um sich nicht zu verzetteln, zum einen und zum anderen auch mittelfristig Erfolg zu haben. Denn das Thema Netzwerken ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon. Und um am Ende des Jahres entsprechend einen Erfolg nachweisen zu können, musst du das Ganze kontinuierlich tun. Und den letzten Erfolgstipp, den ich dir heute mitgeben will, ist, finde dein passendes Netzwerk. Also nutze die vorhandenen Kontakte auf der Suche nach deinem passenden Netzwerk. Und das ist ganz einfach, indem du deine Netzwerkkontakte fragst, wo sie Mitglied sind, welche Netzwerke sie besuchen, welche Veranstaltungen an denen sie teilnehmen. Und auf die Art und Weise bekommst du zum einen Informationen, die dir bei der Auswahl deines Netzwerkes behilflich sind und möglicherweise auch die ein oder andere Empfehlung, da mal hinzugehen oder gar mitgenommen zu werden. Und das ist ja etwas, was wir uns gerne wünschen, ne? An die Hand genommen zu werden und gleich
anders in einem neuen Netzwerk zu starten, als wenn du da alleine hingehst. Und dann nach all der Vorbereitung ein letzter Erfolgstipp, also sozusagen ein sechster Erfolgstipp, nämlich dann ist Fleißarbeit angesagt, das heißt, besuche so viele Netzwerkveranstaltungen wie möglich und verschaffe dir einen passenden Eindruck, also deinen persönlichen Eindruck. Und ich empfehle da immer, mindestens zweimal hinzugehen, wenn du dir unsicher bist, ob das Netzwerk zu dir passt oder nicht, ne? Also wenn es nicht nach dem ersten Mal schon ausscheidet, einfach noch ein zweites oder drittes Mal hinzugehen und bei der Auswahl dich an dir zu orientieren. Denn es gibt nur eine Person, die darüber entscheidet, was ein gutes Netzwerk ist. Das bist du selbst. Und wenn du wieder erwarten gar nicht fündig wirst, dann bleibt dir noch eines: Gründe einfach ein eigenes Netzwerk und bau auf diese Art und Weise deine Kontakte auf und aus. Und wie gesagt, wenn du einfach andocken willst, dann trage dich auf die Warteliste ein, dann erfährst du alle Infos über mein Erfolgsnetzwerk Frauen in Führung, was zum 1. April starten wird, und du bist da top informiert. Ansonsten ganz einfach hier nochmal im Schnelldurchlauf, das heißt, zuerst definierst du deine Netzwerkziele und die so positiv, so präzise, so konkret, so aktiv und so terminfixiert wie möglich. Dann gehst du in die Umsetzung, indem du dich auf deine Ziele und auf deine Präferenzen fokussierst und vor allen Dingen für dich rausfindest, was du willst, was du mitbringst und was du noch brauchst. Du suchst dir Verbündete, also Menschen, die dich unterstützen oder die eben schon an dem Punkt sind, wo du gerne hin willst. Du verinnerlichst, dass Netzwerken Arbeit ist und räumst dir davon eine Mindestzeit ein, also räumst dir Priorität ein und setzt dir ein Minimalziel pro Woche oder pro Monat, und dann gehst du in die Umsetzung, findest dein passendes Netzwerk. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Erfolg, die richtigen Kontakte, denn Kontakte schaden ja bekanntlich nur der Person, die keine hat oder die falschen Kontakte hat. Und wenn du dafür konkrete Unterstützung brauchst, weißt du ja, wo du mich findest und wie du zu mir findest, ganz einfach durch ein kostenfreies Strategiegespräch unter www.anja-schäfer.eu/strategie. Und du weißt ja, du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? Und du kannst jederzeit den Unterschied machen, sei es jetzt in puncto Netzwerke, in puncto Zielsetzung. Das ist ganz einfach und es ist so leicht und gleichzeitig so herausfordernd. An dieser Stelle, wenn dir der Kommunikationstango gefällt, dann teile ihn in deinem privaten Netzwerk, empfehle ihn weiter, abonniere ihn bei iTunes, bei YouTube, bei Google Podcasts, in den sonstigen Kanälen, Spotify ist er noch, Stitcher beispielsweise. Hinterlasse mir eine Bewertung oder schreib mir einfach eine E-Mail an info@anja-schäfer.eu, wenn dir der Kommunikationstango gefällt. Ich freue mich riesig über jede Rückmeldung. Diese Woche habe ich eine von der Patricia bekommen, die den Kommunikationstango auf Spotify entdeckt hat und die innerhalb von 2 Tagen mehr als 9 Folgen sich angehört hat. Das ist großartig, das zu erfahren. Dann weiß ich, dass der Kommunikationstango sein Ziel findet. Ich danke dir heute, dass du heute dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.